Papa, du bist raus. Mensch, Greta, das kannst du doch nicht machen. Das war meine letzte Figur. Menno. Nicht ärgern, Papa. Jetzt bin ich dran. Na nun, wer ist das denn? Ich gehe an die Tür. Komm, Bello. Tante Jule, was machst du denn hier? Hallo, Anna. Mensch, bist du groß geworden. Schwesterlein, was für eine Überraschung. Bist du allein? Ja, Chris und Jonas sind zu Hause. Ich hatte hier beruflich zu tun und wollte euch überraschen. Ich habe nämlich tolle Neuigkeiten. Hallo, Jule. Mit dir haben wir ja gar nicht gerechnet. Hallo, Peter. Papa, wer ist die Frau? Peter, ich bin deine Tante Jule. Erinnerst du dich nicht mehr? Nein, ich kenne dich nicht. Naja, wir haben uns ja auch lange nicht gesehen. Komm, wir setzen uns. Nun erzähl schon, Jule. Was sind das für tolle Neuigkeiten? Es ist so, Chris hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Wir werden heiraten. Was? Das ist ja toll. Ich freue mich so für euch. Ja, eine Hochzeit. Ich wollte schon immer mal auf eine Hochzeit. Und was ist eine Hochzeit? Mensch, Greta, wenn ein Mann und eine Frau heiraten und eine Familie gründen, dann feiern sie eine Hochzeit. Ich gratuliere euch. Das sind ja wirklich tolle Neuigkeiten. Vicky, du als meine Schwester sollst meine Trauzeugin sein. Oh, Jule, natürlich, sehr gerne. Und ihr beiden sollt natürlich die Blumenmädchen sein. Jonas soll ja nicht alleine Blumen streuen. Dann haben wir einen Blumenjungen und zwei Blumenmädchen. Was muss ein Blumenmädchen machen? Ein Blumenmädchen streut für das Brautpaar die Blumen. Ja, das möchte ich machen. Ist Jonas dein Sohn? Naja, nicht ganz. Er ist der Sohn von Chris, aber ich mag ihn sehr gerne. Und ich glaube, er mich auch. Was sagt denn Jonas dazu, dass sein Vater nochmal heiratet? Er freut sich und vor allem freut er sich schon, euch kennenzulernen. Und ich habe noch eine Überraschung. Was zum Spielen? Liebeüberraschungen. Nein, leider ist es nichts zum Spielen. Oh, schade. Chris hat hier in der Nähe eine neue Stelle gefunden. Wir ziehen bald in eure Nähe. Oh, wirklich? Das ist ja super. Wir suchen schon nach einem Haus. Die Hochzeit wollen wir auch hier ausrichten. Mama, wenn ich ein Blumenblättchen bin, dann brauche ich ein Kleid. Schickes Kleid. Na klar, das besorgen wir dir. Du, Greta, ich brauche ja auch noch ein Brautkleid. Was haltet ihr davon, wenn ihr mitkommt? Und dann gucken wir gleichzeitig, ob es schöne Kleider für euch beide gibt. Ja, das möchte ich. Ja, ich möchte auch mit. Na dann wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Ich bleibe lieber zu Hause. Das tue ich mir nicht an. Tschüss, Papa. Bis später. Tschüss, Papa. Bis später. Oh, es ist toll hier. Es gibt hier so tolle Sachen. Erstmal sucht Tante Jule ihr Brautkleid aus und dann gucken wir nach Kleidern für euch, okay? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Meine Tante braucht ein Kleid, weil die heiratet. Hallo, ja, das stimmt. Können Sie mir welche zeigen? Natürlich. Kommen Sie mit. Hier auf dieser Seite habe ich einige schöne Modelle. Das hier gefällt mir ganz gut und das hier auch. Dann probieren Sie die doch gleich an. Ja, das mache ich. Oh, und das hier ist ja besonders schön. Gehen Sie schon mal in die Umkleide. Ich bringe Ihnen alle drei Kleider. Dankeschön. Ich bin schon so gespannt, wie Tante Jule aussieht. Und? Was sagt ihr? Oh, Tante Jule, du siehst toll aus. Das stimmt, das sieht sehr schön aus. Finde ich auch, aber die anderen probiere ich auch noch an. Und das hier? Das sieht noch besser aus. Ja, das sieht gut aus. Sehr elegant. Okay, jetzt kommt noch das dritte. Mal schauen, was sie dazu sagt. Wow! Tante Jule, das sieht fantastisch aus. Wie eine Prinzessin. Ja, Tante Jule, nimm dieses Kleid, das sieht super aus. Da kann ich nur zustimmen. Das sieht wirklich toll an dir aus. Ihr habt recht, ich nehme das. Das gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich eine gute Wahl. Das Kleid steht Ihnen ausgezeichnet. Möchten Sie auch einen Schleier haben? Ja, gerne. Lieber einen kurzen oder einen langen? Lieber einen kurzen. Auf den kann ich nicht drauf treten. Das ist mir lieber. Oh, ich bin schon so aufgeregt. Was Chris wohl zu dem Kleid sagen wird? Er wird begeistert sein. Was sonst? Du siehst einfach wunderschön aus. So, hier habe ich den Schleier. Und wie sieht das aus? Wunderschön. Ich nehme dieses Kleid und den Schleier. Sehr schön. Da haben Sie wirklich eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Dann ziehe ich mich jetzt schnell um und wir gucken nach Kleidern für euch beide. Ja! Hier habe ich ein schönes Modell für Mädchen. Das will ich haben. Dann gehen wir in die Umkleide und probieren es an. Oh, schaut mal. Ich sehe wie eine Prinzessin aus. Ja, das stimmt. Das Kleid nehmen wir.
Und Anna, hast du schon was ausgesucht? Ich möchte lieber einen Rock und kein Kleid. Ich habe dort hinten einen gesehen. Dann lass uns mal schauen. Und wir ziehen dich wieder um. Ich kann es schon allein. Na gut, dann mach mal. Greta, wartest du hier kurz? Ich möchte auch mal gucken. Na klar, Mama. Oh, hier gibt es tolle Schminken. Ich will mich gerne schminken. Dann mache ich das. Aber vorher brauche ich einen Pinsel. Der Lippenstift sieht aber schön aus. Den nehme ich. Was kann ich denn jetzt machen? Vielleicht ein Bild malen. Aber es gibt hier kein Papier. Ah, ich habe eine Idee. Ich muss mal nach Greta schauen. Sie ist so verdächtig ruhig. Das sieht toll aus. Greta, oh nein. Was hast du denn nur angestellt? Mir war so langweilig. Und da habe ich mir ein Bild von Tante Jule gemalt. Vorher habe ich mich geschminkt. Sehe ich nicht toll aus? Aber Greta, du kannst doch nicht auf der Fensterscheibe mit einem Lippenstift malen. Aber das verstehe ich nicht, Mama. Entschuldigung. Es tut mir total leid. Das werde ich selbstverständlich wegmachen und den Lippenstift bezahlen. Ach was, das müssen Sie nicht. Das geht schon in Ordnung. Sieht doch viel hübscher aus. Ein Fenster mit so einem schönen Bild. Aber Greta, ich hätte mich mehr über ein Bild gefreut, das ich hätte mitnehmen können. Das geht ja jetzt leider nicht. Ich mal dir noch eins, Tante Jule. Sei nicht traurig. Jetzt nur noch die Kette, ein Erbstück unserer Familie. Fertig, steht dir sehr gut. Dankeschön. Oh, Vicky, ich bin so aufgeregt. Das ist doch ganz normal, Jule. Oh, Tante Jule. Oh, Tante Jule. Du siehst so schön aus. Danke, ihr zwei aber auch. Wunderschön. Ah, da ist ja der Fahrer. Dann können wir jetzt los. Ja, wir können los. Oh, wow, das ist ja ein langes Auto. Ja, voll cool. Wunderschönen guten Tag, die Damen. Ich bin Ihr Fahrer und darf Sie zur Kirche fahren. Bitte nehmen Sie Platz. Oh, vielen Dank. Damen, hat er gesagt. Anna, Greta, setzt euch jetzt bitte hin. Ich will aber neben Tante Jule sitzen. Ich war aber zuerst. Lass mich da hinsetzen. Nein. Hey, ihr zwei, nun hört auf damit. Es ist völlig egal, wer wo sitzt. Du bist doof. Du bist selber doof. So, wir fahren jetzt los. Das ist voll cool, in so einem langen Auto zu fahren. Los, alle zur Seite, Auto. Das ist ja ein cooles Auto. Soll ich Ihnen Musik anmachen? Ja, bitte. Oh ja, etwas Musik beruhigt meine Nerven. Oh mein Gott, was war denn das? Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Mami, ist unser Auto jetzt kaputt? Ich weiß es nicht, Greta. Oh Mama, und wie kommen wir jetzt zur Kirche? Keine Sorge, die Damen. Ich gucke mal nach, was los ist. Also hier ist alles in Ordnung. Oh Mist, der Reifen ist geplatzt. Das fehlte uns jetzt noch. Was mache ich denn jetzt? Was ist denn los? Uns ist leider der Reifen geplatzt. Aber Sie können ihn doch sicherlich wechseln. Ja, bestimmt. Was ist denn los, Victoria? Uns ist ein Reifen geplatzt. Oh nein, aber wir müssen doch pünktlich zur Kirche. Keine Angst, Jule. Der Fahrer kann ihn bestimmt wechseln. Aber das dauert doch viel zu lange. Wir kommen zu spät. Keine Panik, Jule. Wir kommen schon noch rechtzeitig. Bestimmt. Ich rufe mal kurz Peter an und sag ihm Bescheid, dass wir eine Panne haben. Das ist eine gute Idee. Oh Mist, kein Empfang. Das kann doch nicht wahr sein. Ich frage mal, wie lange es dauert. Wie lange brauchen Sie denn zum Reifenwechseln? Ich muss doch pünktlich zur Kirche. Naja, ich brauche noch ein kleines Weilchen. Beeilen Sie sich bitte. Ich tue, was ich kann. Mensch, wo bleiben die denn? Die hätten doch schon längst hier sein müssen. Die kommen bestimmt gleich. Ich versuche, sie mal anzurufen. Mist, das Handy scheint aus zu sein. Was machen wir denn, wenn wir nicht pünktlich sind? Na, ohne die Braut werden sie schon nicht anfangen. Oh, Vicky, ich habe Angst, dass die ganze Hochzeit platzt. Mach dir keine Sorgen, das passiert schon nicht. Mama, ich muss mal Pipi. Ach, das noch. Na klar, Greta. Aber wo nur? Hier gibt es keine Toiletten. Du musst wohl ins Gebüsch Pipi machen. Ich komme auch mit. Wann kommt denn nun die Braut? Langsam müssen wir mal anfangen. Die kommen bestimmt jeden Moment. Also ich gebe ihnen noch eine Viertelstunde. Ich habe nämlich danach noch eine Trauung. Wir können nicht länger warten. So ein Mist.
Jule wird es sich doch nicht anders überlegt haben, oder? Ach Quatsch, sie liebt dich doch über alles. Die kommen bestimmt gleich. Frauen brauchen doch immer etwas länger. Na, dein Wort in Gottes Ohr. Mal schauen, ob ich das hinkriege, sonst mache ich das ja nicht selber. Aber so schwer kann das ja nicht sein. So, erstmal die Schrauben lockern. Kommen Sie voran? Ja klar, machen Sie sich keine Sorgen. Greta, dort hinter dem Busch kannst du Pipi machen. Ist gut, Mama. Kann mich denn niemand sehen? Nein. Mama, komm, wir sind jetzt nicht mal pünktlich zur Trauung. Naja, so ganz pünktlich schaffen wir es wohl nicht mehr. Aber die werden noch schon einen Moment auf uns warten. Ohne Braut keine Hochzeit. Ich bin fertig, Mami. Können wir noch ein wenig uns die Pferde anschauen? Ja, könnt ihr machen. Der Fahrer ist noch nicht fertig. Du bist ja süß. Das andere Pferd kommt zu mir. So, jetzt den Ersatzreifen drauf und dann kann die Fahrt endlich weitergehen. Wie lange unser Fahrer wohl noch braucht? Ich wäre dann soweit, die Fahrt kann weitergehen. Oh, super! Kinder, kommt! Oh, da kommen sie ja endlich. Was war denn los? Erzähl ich dir später. Jule Schneider, wollen Sie den hier anwesenden Chris Biermann zu Ihrem angetrauten Ehemann nehmen, ihn lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mit Ja. Ja, ich will. Und nun frage ich auch Sie, Chris Biermann, wollen Sie die hier anwesende Jule Schneider zu Ihrer angetrauten Ehefrau nehmen, sie lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Ja, ich will. Sie dürfen die Braut nun küssen. Das ist so romantisch. Herzlichen Glückwunsch, Schwesterchen. Dankeschön. Alles Gute für euch. Danke, Schwager. Torte sieht aber lecker aus. Die will ich gleich mal probieren. Ich auch, Greta. Liebe Gäste, das Brautpaar schneidet nun die Hochzeitstorte an. Und mein Ehemann, wie schmeckt sie dir? Köstlich, und dir? Sehr lecker. Liebe Gäste, das Kuchenbuffet ist nun eröffnet. Lasst es euch schmecken. Heute ist der schönste Tag meines Lebens. Für mich auch. Also, morgen ist endlich der Tag der Tage, oder? Genau, Papa, das wird so cool. Endlich dürfen wir bestimmen, was ihr machen sollt. Okay, so war unsere Abmachung. Wir halten uns dran. Und jetzt ab ins Bett. Worauf haben wir uns da nur eingelassen? Ach, ich denke, das wird ganz lustig. Am nächsten Morgen. Papa, Mama, aufstehen, ich hab Hunger. Mensch, Greta, hast du unsere Abmachung vergessen? Heute sind wir nicht Mama und Papa, sondern ihr. Ach, stimmt, ja, na gut. Los, aus dem Bett, ihr beiden! Wir frühstücken jetzt! Anna, wir müssen heute das Frühstück machen, weil wir ja heute die Eltern sind. Na los, das haben wir ruckzuck fertig. Was wollen wir zum Frühstück essen? Lass mal schauen, was wir im Kühlschrank zu haben. Mal überlegen. Mensch, Greta! Was denn? Wir sind ja heute die Eltern, also dürfen wir über das Essen entscheiden. Ja, und? Wollen wir Eis essen? Das würden uns Mama und Papa nie im Leben erlauben. Aber heute entscheiden wir. Na, was wollen wir machen? Um das Frühstück brauchen wir uns ja nicht zu kümmern. Stimmt. Hoffentlich gibt es was Vernünftiges. Ach, die machen das schon. Komm, lass uns Fernsehen. Oh ja. Frühstück ist fertig. Macht jetzt den Fernseher aus. Aber wir wollen noch nicht. Können wir noch diese Folge zu Ende gucken? Nein. Aber wir dürfen nach dem Essen noch ein bisschen Fernsehen. Aber nur eine Folge. Ich bin schon so gespannt, was es gleich zu essen gibt. Ich auch. Essen ist fertig. Hä, das ist unser Frühstück? Was? Eis zum Frühstück? Bäh. Das ist doch lecker. Wir haben uns ganz viel Mühe damit gemacht. Ich möchte aber kein Eis zum Frühstück.
Es wird das gegessen, was auf den Tisch kommt. Menno. Ich find's lecker. Mal was anderes. Finde ich auch. Ich möchte was zu trinken haben. Bitte. Ja, ich hole schon was. Hier, bitte. Danke. Los, lass uns unsere Folge weiterschauen. Ja, komm. Hey, ihr müsst uns beim Abräumen helfen. Oh Mann, wir wollten doch weiter unsere Serie gucken. Nix da, erst die Teller wegräumen. Also gut, wenn's sein muss. Ihr wisst schon, dass ihr noch einkaufen müsst, sonst haben wir nichts, was wir zu Mittag essen können. Na klar wissen wir das. Ach so, na dann ist ja gut. Was gibt es denn heute? Das, was auf den Tisch kommt. Aha. Eine Stunde später. Wir wollen jetzt zum Einkaufen. Los, Kinder, zieht euch an. Ich will aber nicht. Ich will lieber hier bleiben. Wir gehen alle zusammen einkaufen. Los, zieht euch jetzt an. Du bist ja immer noch nicht angezogen. Darf ich mein Kleid anziehen? Nein, dafür ist es heute zu kalt. Zieh deine Hose bitte an. Die mag ich aber nicht. Ich will lieber ein Kleid. Nein, eine Hose. Bitte, ein Kleid. Ich will ein Kleid. Keine Widerrede. Und wie kommen wir zum Supermarkt? Ich darf ja kein Auto fahren. Ich bin ja ein Kind. Na, wir gehen zu Fuß und nehmen unsere Bollerwagen mit. Ist doch klar. Na dann los. Wir marschieren zum Supermarkt. Ist es noch weit? Ich kann nicht mehr laufen. Kann ich mich in den Bollerwagen setzen? Nein, du bist alt genug, um zu Fuß zu gehen. Bist ja kein Baby mehr. Darf ich Kinderschokolade haben? Es gibt keine Süßigkeiten. Wir kaufen nur das, was auf der Liste steht. Ich will aber Schokolade. Jetzt hör auf zu schreien. Das ist ja peinlich. Mir doch egal. Ich will Schokolade. Nein, es gibt aber keine Schokolade. Los, erlauben wir ihr die Schokolade. Dann gibt sie hoffentlich Ruhe. Okay, du darfst eine Schokolade nehmen. Oh, super. Danke. Oh, Schokodonut. Darf ich, Mama? Nein, du hast schon Schokolade bekommen. Mehr gibt es nicht. Erstes Wasser heiß werden lassen. Greta, geh ein Stück zur Seite, nicht, dass du dich verbrühst. Ich hole schon mal die Tomatensoße. Eine gute Idee. Die müssen wir nur warm machen. Jetzt die Nudeln rein und die Soße umrühren. Mann, hab ich einen Hunger. Ich auch. Wann gibt es denn endlich was zu essen? Ich habe einen Bärenhunger. Darf ich was Süßes? Ich habe so einen Hunger. Vor dem Essen gibt es nichts Süßes, Kinder. Das wisst ihr doch. Komm, ich hab da einen Versteck. Wir essen heimlich. Ich habe euch gehört. Lasst es lieber, sonst gibt es heute Fernsehverbot. Das macht den beiden mächtig Spaß, was? Ja, sieht so aus. Was machen wir denn, wenn sie das mit dem Rollentausch bis heute Abend durchhalten? Die schicken uns um 8 ins Bett und schauen bis in die Puppen Fernsehen. Noch ist es nicht Abend. Wir müssen sie beschäftigen. Nudeln mit Tomatensauce. Lecker. Ich liebe Nudeln mit Tomatensauce. Es ist so schön, wenn man entscheiden kann, was es zum Essen gibt. Hups, jetzt ist mir eine Nudel auf den Boden gefallen. Der Boden müsste dann wohl gewischt werden. Oh nein, Mama, ich habe mich bekleckert. Kannst du meine Sachen waschen? Ja, Kind, das mache ich. Das ist ganz schön anstrengend. Menno, die Hausarbeit nervt. Bello muss mal wieder Gassi. Ich spiele aber. Und ich habe keine Lust. Ihr seid heute aber nicht die Kinder, sondern die Eltern. Bello muss jetzt raus. Puh, langsam habe ich keine Lust mehr, Eltern zu sein. Die Spülmaschine ist fertig, die muss ausgeräumt werden. Und wann gibt es Abendessen? Oh, ich habe keine Lust mehr, Eltern zu sein. Was? Ich habe keine Lust mehr, ich bin jetzt Kind. Ich gehe in meinem Zimmer spielen. Warum denn das? Eltern sein ist voll anstrengend. Na sowas. Also, dieses Mal seht ihr mich bestimmt nicht. Falls ihr mich doch seht, gebt dem Video einen Daumen nach oben, damit ich merke, dass ihr mich gefunden habt. Und vergesst nicht, uns kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Tschüss.